Willkommen zurück hier zu Deus Ex. Wo sind die Spinnen? Hier sind doch irgendwo Spinnen. Da sind Spinnen. Okay, eine Spinne. Na, komm schon. Ich hab's Ah, okay. Okay. Was? Was? Okay. Ich verstehe. Ich hab schon die maximale Anzahl an Medikits mal wieder dabei. Na, was soll's. Ist da noch eine Spinne? Da oben. Muss man ihm zielen. Hacke. Was ist das? Radio. Wow, what? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Benutze ich das doch einfach mal. Hey, benutzen. Die Schaltflächen sind so klein. So. Ich will aber daran. So, wie mache ich das? Ich habe doch hier meine nette Umgebungsresistenz. Und sobald ich Schaden kriege, mache ich die Regeneration an. Das reicht auch, um es auszugleichen. Sehr schön. Und über die Energie brauche ich mir auch gar keine Sorgen zu machen, weil die kann ich hier gleich wieder auffüllen. Sehr schön. Oh, komm schon. Geht doch. Wie gesagt, zack, und wieder voll. Yeah. Ich mag diese Bots. Diese Bots sind super. Verschlossen. Was? Oh, das ist ja gemein. Ich da wenigstens rein. Nein, auch hier nicht. Mir scheint, die Scheiben hier sind unverwundbar. Dann mal ab nach oben. Da, wo gerade der Roboter war. Vielleicht finde ich hier den Schlüssel oder so. Ah, oder ich gehe einfach von oben rein. Hey, was soll's. Da spare ich mir den Aufwand. So. Zack. Aber das ist die Nummer 2. Moment, das war doch gerade Nummer 2. Ist die Nummer 1 dann vielleicht? Moment, was ist das da? Achso, eine Lampe. Ist das hier drüben die Nummer 1? Vielleicht da drin? Nö. Keine Ahnung. Egal! Geschafft! Der Aufzug läuft. Und damit kann ich vermutlich nach unten. Weiter in die Area 51 hinunter. Oder es war einfach Strom für Sektor 2. Das kann auch sein. Boah, ich glaube, man könnte da sogar runter mit Tempoerhöhung oder so. Wenn man halt hier nicht das ganze Zeug hat, weil mich nicht so viel rumlaufen will, zum Beispiel. Ganz schön tief, ne? Ganz schön blöd, ne? Das ist aber echt schlechtes Design, dass wenn man so weit vorne steht, dass man dann... Naja, okay, vielleicht ja nicht. Gibt's jetzt. Vielleicht war's auch einfach Dummheit. Keine Gegner hier.
Aber vielleicht gibt's ja hier was unter dem Aufzug. Aha. Aha. Gefunden. Da ich aber nicht weiß, ob das mein Fluchtweg sein wird oder nicht, gehe ich einfach mal davon aus. Good work. You've reached the bunker. Page has extensive defenses throughout sectors 2 and 3. Holt ihn wieder runter. Ups. Page himself ist wohl in Sektor 4 mit der Tracer Tong gerade noch. Page is further down. Find the elevator. Your primary objective is to kill Page, JC. Yo, Page. Reicht leider immer noch nicht, um jetzt die Ding hier auszumachen, die Kamera. Hä? Das ist doch Glas. Schade. Die Kamera sieht mich nicht. Nö. Okay, gut. Doch, natürlich sieht sie mich. Vorhin habe ich doch noch ein thermoptische Kamo gefunden. Egal. So, was gibt's denn hier? Oh, nichts. So viel davon. Ich mach's mal Zwergesel nach. Hehe. Jups! Okay. Dann mache ich mal Zwergesel in effizient nach. Ich mache erst Zwergesel nach. Und dann mache ich Zwergesel in effizient nach. Haha. Der ist nämlich vor einigen Folgen ganz oft über solche Dinger drüber gehüpft. Ups. I'm always pleased to see one of my experiments perform so well. You aren't even... How much further? Not far. You will reach Page. I just wanted to let you know that Alex hacked the Sector 2 security grid. The code's 8946. And I wanted to warn you about Tracer Tong. Tong's helping out from Vandenberg. The vaccine worked. Yes, well, he has another motive. He wants you to destroy Area 51. That's the plan. No, JC. Spare the facility. Spare Helios the power station. They can be made to service. Us? You and me, JC. We'll rule the world in secret, with an invisible hand, the way the Illuminati have always ruled. Don't you think it's time we end the tyranny for everyone? There's such a thing as a compassionate conspiracy. We don't need Page's commandos, troopers, crude inventions. Trust me. Kill Page. Dowd and I will be here to help with the next step. Hat er gerade ernsthaft von Mitgefühl geredet, nachdem er seinen alten Kumpanen jahrelang in der Schockstarre oder in der Gefrierstarre gehalten hat und ihm Hoffnung gelassen hat, dass er jemals wieder da rauskommt, lebendig? Hat er gerade ernsthaft was von Mitgefühl gesagt? Ich glaube, ich habe da was von Mitgefühl gehört. Von daher, nein. Ich weiß, und ich glaube, das ist auch nicht zu viel verraten, dass dieses Spiel mehrere Enden hat. Und dass man am Ende eine Entscheidung trifft, welches Ende eintritt. Und ich glaube, das, was er mir gerade hier vorgeschlagen hat, ist eins davon. Das heißt, das werde ich schon mal nicht nehmen. Für dich reicht eine Pistole. Ah, Mist, zu spät. Na, komm her. Dicker. Genau. Das heißt, es wird nicht dieses Ende werden, sondern eins der anderen. Allerdings weiß ich gerade nicht mehr genau, was die anderen beiden Enden waren. Deshalb kann ich da jetzt leider nicht allzu viel verraten. Und
Ja, wobei, ich glaube, selbst wenn ich es könnte, würde ich es nicht tun, um einfach nicht zu spoilern. Spoiler finde ich nämlich ziemlich doof. Okay, hier geht's zum Sektor 3. Ich könnte mit, das war blöd, mit drei Dietrichen durch. Wahrscheinlich komme ich da unten runter auch hin. Ich würde mich aber gerne hier noch ein bisschen in den Tunnels umschauen, ob es hier nicht noch irgendwas anderes gibt. Und findet hier immer wieder nützliche Dinge. Das da zum Beispiel. Also das hier unten meine ich, die Kisten. Siehst du? So Betäubungspfeile zum Beispiel. Habe ich relativ viel verbraucht in letzter Zeit. Und dann wäre da natürlich noch der Typ da oben. Der vielleicht auch was Tolles dabei hat. Yep, hat er. Okay, und ich schätze mal, dieser Gang hier führt nur zurück in den anderen Gang. Aber ich würde mich gerne dessen versichern. Ja, tut er. Na. Gut, das heißt, ich kann jetzt sogar ein paar Treffer kassieren, ohne schlechtes Gewissen. Moment, wie war das? 8946. Haha. Someone's here. Was ist das denn hier? Ein Multitool. Ich muss dich sehen, bin ich mir sicher. Page, fessere Forderung. Ich will hier weg, aber nicht ohne dich. Aha. Komm nach meinem Schichtwechsel in mein Zimmer. Der Code ist 0169. 0169. Und das kann ich mir merken. 0169. Dumm, dumm. So, hast du irgendwas? MP-Granate? Boah. Irgendwie gibt's hier nichts mehr, ne? Doch, ein Sicherheitsterminal. Hacken kann. Vielleicht kann ich hier sogar die Schleuse aufmachen, oder? Nee, kann ich nicht. Nur die Kamera draußen ausschalten. Immerhin. Gut genug. Und das hier ist dann... Nein, Moment. Das ist nicht das, wo ich herkomme. Baracken. Moment. 0169 war es nicht. Dann war es wohl hier auch die 8946. Yep. Ein Millibot! Wie schade, dass ich keine Implantate mehr dabei habe. Wow, das will ich. Den will ich. Wer fiebt da? Nein, 0169. Aber drei Multitools. Ich da draußen, da lag doch noch eine mit einem Multitool. Das heißt, das ist, glaube ich, gar nicht mal so ein schlechter Tausch gerade, das zu machen. Das war hier wahrscheinlich irgendwo anders auch nochmal Multitools rumliegen. Biozelle und Dietrich für drei Multitools. Ja, es ist kein allzu guter Tausch, aber Multitools habe ich gerade echt genug. Oh, 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 doch ein Upgrade-Kanister. Okay, vielleicht ist es. Moment, vielleicht ist es der Code. 8946. Nein, schade. Menü! Na gut, dann gucke ich mich mal noch ein bisschen weiter hier um. Vielleicht gibt es ja nochmal so einen Raum und ich erfahre dort den Code. Nein, sieht nicht so aus. Nein, kein Code. Nun denn, dann werde ich die halt eben aufknacken. Zumindest die wichtig oder die mir sinnvoll erscheinen. Moment, was will ich denn eigentlich upgraden? Ich habe doch meine Implantate schon so hoch. Gut, ich könnte tatsächlich mal das Tarnfeld könnte ich mal hochhauen. Unendlich! Ah, das ist die 0169. Puh, Glück gehabt. Zu Sektion 3. Yeah! Und kein Platz für ein Medikit. Weg!
Karte weg. So. Dann würde ich gerne... puh, was mache ich denn? Ziehen oder Ballistik? Unsichtbarkeit. Nein. Meine Güte, nicht aktiviert. Schön. So. Und dann war da noch was gleich. Kann man vielleicht von einer Ding in die andere rüber? Nee, sieht nicht so aus. Schade. Nein. Oh, da ist ein Griesel drin. Was macht der denn da? Da kriege ich wieder ein Modul zurück. Ich kriege eine Biozelle und ich kriege einen Upgrade, einen Implantatkanister. Ich würde es gerne ausprobieren, aber ich bin mir nicht sicher, ob es sich lohnt. Je nachdem, es gibt dann nur noch eine. Nur noch eine wirkliche. Was? Was? Och, nö. Och, nö. Wirklich? Blöd von mir. Dann eben so. Es gibt nur noch eine. Nur noch ein Slot, in dem ich ein Implantat reinhauen kann. Und es müsste halt zufällig das Richtige sein. Damit das klappt. Das war Sabot, ne? Na, egal. Hat gereicht. So, was haben wir denn da? Sag mir mal, was wir da haben. Regeneration oder Energieschild. Da ich das schon habe, kann ich mir die Multitools auch sparen. Das da sieht aus wie das Plasmagewehr. Welches Plasmagewehr? Vielleicht schon Raketenwerfer? Nee, ach was. Das sind mir keine drei Tools wert. So, wer hatte hier noch ein Tool? Du warst es nicht, ne? Du hattest... Nee, du hattest nichts. Das war... Genau, deine Freundin. Bin ich geheilt eigentlich? Wenn ich da jetzt gerade einen Willibot habe, ja. Und ich kann mir sogar erlauben, hier gemütlich rüber zu rennen. So, du hattest noch ein... Genau, ein Multitool. Und, Nee, du nicht? Ah, da lag noch eins, genau. War hier nicht ein Bot, der meine Energie auflädt? Achso, nee, da war da hinten. Da, wo es weitergeht, genau. Brauche ich immer noch nicht. Ah, hier ist der Bot. Genau. Dann lade ich mich hier eben noch auf. Und, was gibt's denn jetzt eigentlich hier unten? Geht's hier wirklich weiter? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja, da geht's tatsächlich weiter. Das war blöd. Was zur Hölle? Noch nicht mal eine Vorankündigung oder so. Ernsthaft? Das ist böse. Na gut, dann stelle ich das mal eben nach. Und beim nächsten Mal werde ich dann direkt durch die Haupttür in Sektion 3 gehen. Das war gerade ärgerlich. Danke fürs Zuschauen und bis dahin.